Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Till. Den Till kennt man ja auch von seinem eigenen YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Richtig. Ja. Und wir haben heute den 2. Dezember und am 2. Dezember hat Geburtstag, echt eine Schnitte, finde ich gut, ja. Nelly Furtado. Oh ja, oh ja. Nelly Furtado kann auch echt geil, also richtig gut singen. Ich habe die irgendwann mal gesehen bei irgendeiner Preisverleihung, da hat sie mit Xavier Naidoo die Laudatio gehalten. Mhm. Und dann haben die spontan irgendwie was gesungen. Also jedenfalls kam es spontan rüber, was weiß ich. Und da haben sie, das war, also wir wissen ja, dass Xavier Naidoo ein guter Sänger ist. Und die Nelly Furtado wirklich auch richtig geil. Die beiden zusammen, Weltklasse. Also hätte ich gerne noch irgendwie weiter zugehört, aber die mussten leider die Laudatio irgendwann halten. Hm. Und dann war das schon vorbei. Mist! 1978 geboren, am 2. Dezember. Portugiesisch-kanadische Popsängerin heißt es hier. Grammy-Preisträgerin und ist geboren in Victoria, British Columbia in Kanada. Mann, 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 was du alles weißt. Ja, ja, weil mein PC hier. Ja. Aber am 2. Dezember ist noch was passiert? Ja, und zwar 1901. Da ging das Ganze los, was uns heute noch beschäftigt. Gillette hat den ersten Nassrasierer auf den Markt gebracht mit auswechselbaren Klingen. Also, ja. Ja. Also wahrscheinlich damals noch mit einer. Mittlerweile haben wir wie viele Klingen? 7? 8? Ich weiß nicht. 8 Klingen? Keine Ahnung. Auf einem? Nee, ich habe glaube ich 4 oder so. Das sieht man gar nicht. Naja, ich bin ja nicht nass rasiert. Ah. Ich habe ja mich nicht nass rasiert. Ich rasiere mich ja nie nass. Also doch viel, so die Kanten und so. Das rasiere ich nass. Mhm. Egal. Okay. Ja. Aber 1901 war es, da ging das Drama los. Fakt des Tages ist heute, 2/3 aller Menschen haben noch nie Schnee gesehen. Verstehst du? Krass. Ja, also die leben halt in Ländern, wo kein Schnee fällt. Ja, das ist mir schon klar. Ja, verstehst du? Also im Fernsehen haben die bestimmt mal Schnee gesehen oder sowas. Aber manche von den Ländern haben vielleicht auch kein Fernsehen. Ja, und auch die haben dann kein Schnee. Es geht ja um Live-Schnee sehen. Ach, um? Also Schnee gesehen. Mhm. So Schnee gefühlt oder Schnee erlebt sozusagen. 2/3 aller Menschen haben das noch nie erleben können. Zählt da auch dazu, wenn zum Beispiel ganz weit weg ein Berg ist, der schneebedeckt ist und man ja eigentlich nicht weiß, es könnte ja eigentlich ein weißer Berg sein, aber man weiß ja nicht, ob das Schnee ist. Zählt das dazu? Du gehst mir gerade sowas von auf die Klöten, ehrlich. Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Wie soll ich denn die beantworten? Ja, du kennst mich doch. Ich finde immer die Fragen, die sonst keiner stellt. Boah, da geht mir vor auf den Sack manchmal, ehrlich. Aber egal. Das war der 2. Dezember. Ich gehe einfach nicht drauf. 2. Dezember. Ja. Wir sehen uns morgen wieder am 3. Dezember. Ich hoffe, dann komme ich mit ein bisschen bessere Laune hierher und ein bisschen mehr Spaß. Bestimmt ist der Till nicht da und dann wird alles gut. Cheerio, Miss Sophie.